zur Hölle? Hä? Ach, das ist der Flughafen. Das ist so neblig hier, aber hier ist auch nichts los. Am besten, ich gehe mal erstmal lieber in Richtung Stadt. Am besten, ich gehe direkt mal in Richtung Stadt. Aber hier fährt doch kein einziges Auto, das habe ich gedacht. Kann ich mich kurz mal zur Stadt rausnehmen? Auch wenn ich gerade rausfahren, aber hier ist kein Auto. Ist auch ein bisschen kalt, ehrlich gesagt, Junge. Ich zieh mal ganz kurz meine braune Jacke an. Ich habe die ja mitgenommen. Meine schwarze Jacke, sorry. Schwarze Jacke an. Viel besser. Hier ist aber nichts los. Gar nichts los. Hallo? 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 Also, ist das gerade ein Traum oder ein Videospiel? Träume ich gerade oder warum ist es gerade hier so scary? Oh nein, hoffentlich kommt da nicht irgendwas aus der Ecke. Nee. Nee, warte mal. Ah, okay. Ist es doch kein Traum. Okay, jetzt ist es doch kein Traum. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie im Horror-Game. Also ich bin jetzt spiel gerade im echten Leben hier. Aber ich fühle mich trotzdem gerade ein bisschen wie im Horror-Game an. Ich fühle mich gerade wirklich wie gerade im Horror-Game. Was war das überhaupt gerade für eine Explosion? Eine Explosion? Ich renne mal lieber. Ich habe keinen Bock hier lange rumzulaufen. Hoffentlich bringt es hier nicht. Hoffentlich. Ich muss auf meinen Körper aufpassen. Warnung. Wo renne ich hin? Na, da muss ich. Bald ich. Bin ich nicht mehr. Was ist denn? Oh, was ist denn da vorne? Was ist, da vorne ist etwas. Oh, was ist? Was ist denn da? Was soll denn das sein? Was ist denn das hier vorne? Ach, das ist ein Bahnübergang. Denn ist etwas. Also nicht diese. Was ist das? What the heck? Ein Flammenwerfer! Ein Flammenwerfer! Oh, das hat mich gerade dieses eine Video aus dem Meme da. Das hat mich gerade diese Einstellung aus dem Video, aber das ist jetzt egal. Ich muss gerade überleben. Wo ist der? Der Panzer ist weg. Brr. Wollt ihr mich etwas verbrennen? Ich bin zu. Vielleicht habe ich irgendwas komplett. Vielleicht habe ich immer noch was anderes. Natürlich, meine schwarze Jeans. So, jetzt bin ich ganz unauffällig. Jetzt wird mich niemand mehr erkennen können. Ich bin komplett schwarz. Das ist gut. Mein T-Shirt ist auch schwarz. Kann man nur was. Ich glaube, ich bin aber trotzdem ein bisschen hier aus. Ich bin nicht mal aufgeregt. Hier ist irgendwas. Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hallo? Hilfe? Ich verstecke mich ganz kurz. Ich tue mir natürlich auch so ein Stück Gras. Hoffentlich merkt mich keiner.
ist es. Die Bahnschienen. Die Bahnschienen. Gerettet. Der Panzer kann aber noch jederzeit mich angreifen. Das heißt, muss ich schnell wie möglich in die Innenstadt und dann schnell in eine U-Bahn-Station. Scheiße. Nein. Oh, jetzt regnet es auch noch. Oh nein. Oh nein. Okay, das ist jetzt nicht sichtbar. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Ich muss irgendwie zur U-Bahn-Station kommen. Am besten, wenn hier am nächsten dran ist. Das wäre die Holzgasse. Aber die Holzgasse ist noch 3 Kilometer entfernt. Wie komme ich denn also schnell hin? Ich gehe einfach schnell zu Fuß hin. Und dann gucke ich mal, dass ich versuche, schnell durch die andere U-Bahn zu kommen. Dass ich schnell, unauffällig, schnell zu den anderen Stationen zu kommen. Oder für die Heli. Das ist es. Ich bin hier komplett schwarz angezogen. Hier in den Bergen sieht man mich schlecht. Hier ist eine gute Stelle. Hier sieht man mich schlecht. Und also, wir tun als wäre ich auch ein Berg. Okay, ich bin immer gerettet Berg. Ich bin gerettet Berg. Aber wo ist die U-Bahn-Station? Ich sehe nichts. Bitte hilf mir. Vor allem komme ich in diese Stadt. Nicht bewegen, nicht bewegen. Man sieht mich nicht. Unsichtbar. Okay, jetzt musst du rennen, jetzt musst du rennen, jetzt musst du rennen. Rennen, rennen, rennen einfach nur. Scheiße! Wo kommt denn der Helikopter her? Wo kommt der Heli her? Heli hat keine Chance. Weil er kann mir nicht. Warte mal. Scheiße, der muss Raketen zu mir zu schießen. Das schafft er eh nicht. Der schafft's nicht, der schafft's nicht. Der schafft's nicht, der schafft's nicht. Er meint, er muss nicht hier kommen. Er schafft es, er schafft es. Na, guck, 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 guck. Er kann schnell reagieren. Guck, ist schlechter reagiert. Da hinten, die Sonne. Da muss ich hin. Ja, der muss sich kämpfen. Er schafft es aber nicht, er ist zu schwach. Ich bin komplett unauffällig meistens. In so einem Fall sieht er mich nicht. Jetzt hat er mich verloren. Da vorne ist die U-Bahn-Station. Endlich! Nur schnell zum schnell zur Fabrik. Zur Holzgasse. Heli verschwindet. Helikopter verschwindet. Verschwindet ziemlich schnell, aber. Ich muss jetzt schnell und vorsichtig auch zur U-Bahn-Station gehen. Da vorne ist sie. Oh, schnell zur U-Bahn-Station. Ich hab's gleich. Komm schon. Wieder weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da vorne ist die Tür zum Eingang. Da bei der Fabrik ist direkt die Tür. Bitte, 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 bitte. Komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Hier sind gleich, da vorne sind, hier ist die Treppe. Schnell die Treppe runter. Okay, ich bin jetzt unten in der U-Bahn-Station. Wo gehe ich jetzt hin? Am besten, es fahren hier eh keine U-Bahnen mehr. Also heißt es, ich kann theoretisch bis zur Stadtmitte fahren. 10, 20 Minuten, weiter. Okay, ich bin jetzt von der U-Bahn-Station bis zur Stadtmitte gelaufen. Okay, jetzt kann ich jetzt nicht weiter. Ich habe hier aber bessere Chancen abzuhauen. Es gibt so viele Gebäude, wo ich nicht rein kann, weil ich glaube, die Gebäude sind gar nicht abgeschlossen. Also einige nicht. Warum? Ich denke, ich werde es schaffen. Bitte, aber lasst alle einfach nur Ruhe. Ich bin hier weg. Warum sind das anders? Warum greift die nicht an? Ich bin nur ein Mensch wie die. Okay, Menschen, also die Leute, die im Panzer sitzen. Die Helligkeit! Sie kommt! Oh, ich bin bald da. Oh, ich bin bald weg hier. Englisch. Die Helligkeit, bitte, lasst mich in Frieden. In Ruhe, meine ich.
Oh oh, ich muss mich beeilen. Oh oh oh, das Haus hier, schnell rein. Hier, in das Haus hier, schnell rein. Gut, ich bin im Haus. Ich bin im Haus. Okay, er sieht mich nicht. Die Gardinen sind zu. Die Gardinen sind aber zu im Haus. Das heißt, er kann mich nicht jetzt. Ich stecke hier mitten im Haus. Oh oh. Schön? Nein, nein, er hält hier an. Ich bin verloren. Er schießt gerade auf wilde Häuser. Ich hab auch mein Handy weg. Mein Handy ist auch weg. Ups. Jetzt bin ich ja niemand. Jetzt kann ich ja niemanden erreichen. Okay. Puh, weiter geht's. Ich bin gleich. Okay, hier auf dem Rasen. Hier ist keiner. Hier ist gar keiner. Hier ist keiner. Hier darf niemand über den Rasen fahren. Nur noch die letzten paar Stückchen. Dann bin ich endlich über die Stadt hinaus weg. Ich hab's bald geschafft. Nach so langer Wacht. Ach so, ein... Ah, politischer Panzer, wo kommt der von mir her? Ah, wo kommt denn der Dicker her? Wo kommt denn der her? Hallo? Ich bin hier und gut. Minuten später. Was zum... Hä? Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, ich wäre tot. Hä? Ich lebe noch. Jetzt aber weiter. Bitte, ich bringe mich einfach... Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Aber ich bin noch wieder am Leben. Ich bin noch am Leben. Ich will trotzdem hier schnell weg. Oh. Weißt du was? Ich gehe aber nicht über den normalen Weg. Ich gehe über diesen Weg hier. Da, vorbei und dann so mittig hoch. Weil dann kann mich kaum jemand noch erkennen. Ich bin so weit von der Stadt entfernt. Oh. Ich muss auch aufpassen, wenn nicht nochmal ein Panzer hier kommt. Was passiert hier gerade? Ich muss aufpassen. Hier kann mir niemand was antun. Der Zugbetrieb ist eh ausgefallen. Also. Ich gehe am besten hier so ungefähr lang. Weil dann kann ich. Ich gehe zur richtigen Stadt. Ich gehe wirklich nach. Ich gehe nach Mainhall. Mein Hall ist die nächste Stadt dran. Aber warum? Wie kam ich überhaupt zu dieser Stadt? Ich habe hier nur mein... Ich war hier gelandet. Bin ich falsch gelandet hier mit meinem Flieger? Mein Flugzeug ist aber auch weg, muss man ehrlich sagen. Ach ja, stimmt. Ich habe meinen Flieger ja stehen gelassen. Ups. Egal. Zu Fuß geht auch schnell weiter. Komm schon. Ja, komm schon. Bitte geh einfach die Berge hoch. Ah, ich will zu Mainhall. Lass mich nach Mainhall, Junge. Ah, Mann, das ist so schwer, über die Berge zu klettern. Ah, oh, komm schon, ich will aber nur schnell über die Berge. Oh, oh, Helikopter. Upsi. Okay. Mach ich schnell über die Autobahn und renne und dann bin ich endlich bald in Mainhall.
Warte, ich bin ja schwarz. Hier oben ist schön. Okay, mein Licht ist auch einfach. Ey, scheiße. Komm schon. Ja. Ich hoffe, mein Hall ist nicht weit weg. Bitte. Mein Hall. Ich sehe schon die Berge. Die sind endlich zu Ende. Meine Kraft geht zu Ende. Nein. Wollen die mich etwa hier gefangen halten oder was? Nee. Ich bin schlau. Ich sehe den Panzer da. Also wir gehen jetzt so nach rechts. Und da bin ich schon. Oh, es ist heller geworden, endlich. Aber trotzdem kann der Panzer nicht sehen. Okay. Es ist ein bisschen heller geworden. Bisschen heller geworden, aber ein ganz bisschen nur. Bitte, der Panzer. Ich gebe mein ganzes Geld und du hast mich leben. Die letzten Bergsteine, noch die letzten Wege und dann endlich von der Stadt bis drüben mein Haar. Ich verliere auch meine Kraft. Ich komme noch kaum Kraft. Die Kraft reicht wahrscheinlich noch bis mein Haar. Mehr Kraft habe ich nicht. Komm schon, bitte. Kacke. Okay, jetzt habe ich noch mehr Kraft. Nochmal rennen. Noob. Warte mal, ich kann ja so tun, als würde ich dann hier so bewusstlos so liegen. Let's go! Als wäre ich bewusstlos. Er ist weg!
Game of Three. Oh, Birken City. Natürlich. Ich muss weg hier. Ah, da geht's nach Meinhol. Eine Stunde und 50 Minuten später. Eine Stunde, Leute. Eine Stunde bin ich zu Fuß. Und eine Stunde und 50 Minuten. Alter, war das anstrengend. Das ist verdammt anstrengend. Bitte. Bitte, bitte. Lass mich einfach in Ruhe. Was? Alles klar. Oh, mein Hall. Mein Hall. Ja. Ja, mein Hall City. Meine Güte. Nach einer Stunde bin ich wieder in mein Hall. Oh. Nie wieder. Nie wieder mache ich sowas. Oh Mann, Polizei. Oh nein. Okay, zu Ruhe beim Portman, wir sind zu Portman. Okay, dann ist alles. Dann heißt es ab in die Stadt rein. Weitere 30 Minuten später. Oh, noch die letzten Kilometer. Ich bin gleich zu der Stadt. Oh, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Was ist das für eine verrückte Stadt? Uff. Das ist so eine verrückte Stadt gewesen, wo ich war. Mein Hall. Die schönste Stadt, die ich kenne. Oh, so schön ist die. Und so schöner Sonnenaufgang. Oi. Oi. Mein Körper, meine Kraft gibt langsam auf. Ich verliere immer wenig. Ich verliere Kraft. Ich verliere immer mehr Kraft. Komm schon, bitte. Ich will wenigstens noch was zu trinken kaufen. Ich brauche Kraft. Kraft brauche ich. Ich brauche Kraft. Komm schon. Kämpf dich da durch. Komm schon! Das muss doch irgendwo was hier sein. Oh. Die Straße! Ja, die Straße! Ich sehe sie! Sie kommt! Oh. Komm schon! Springen! Renn doch! Ich renne jetzt einfach, Junge! Ich brauche Kraft! Ich bekomme Kraft noch! Verliere meinen Körper! Verliere meine Kraft! Verliere sie noch! Ich schaff's nicht mehr! Nein! Komm schon! Bitte! Ich will's doch schaffen! Ich schaff's gleich! Nur noch die letzten paar Meter! Bitte! Komm schon! Mein Körper schafft's noch! Komm schon, Kraft! Meine Kraft geht immer weniger. Wenigstens bei so einer Tankstelle. Oh, oh. Jetzt hab ich wieder Rettungswagen. Ah ja, Rettungswagen erstmal. Verrückte Stadt, wie in der es war. Ein paar weitere Kilometer später. Eine Tankstelle. Oh. Ich brauche irgendwas zu trinken und essen. Ja, ein Croissant und frisches Wasser. Oh, schon viel besser. Schon sehr viel besser geht's mir. Schon viel, viel besser. Mein Haus, ich habe einen Schlüssel. Oh, mein Schlüssel ist auch nicht dabei. Ja, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Nein, nee, ich brauche keine Hilfe. Aber trotzdem danke für Ihre Nachfrage. Mein Haus! Mach die Tür auf. Ei, zu Hause, endlich. Ich kann nicht mehr. Ich brauche ein neues Handy. Erstmal stehe ich später zurück zum Laden oder morgen und kaufe ein Handy. Trotzdem erstmal Tür machen. Puh, ist einfach verrückt, was passiert ist. Dort fährt noch ein LKW. Und in meiner Heimatstadt wieder zurückgelaufen. 2 Stunden war ich. 2 Stunden unterwegs. Und jetzt nach Hause einfach nur schlafen.